Ich will erst mal selber reingucken. Achso, ich darf ja nicht. Oh, so. Da stehen ja die Antworten drunter. Oh. Oh mein Gott, da hat jemand geschummelt. Also, Sie dürfen in die Kamera mal den Text einsprechen und ich werde mal gucken, ob ich erraten kann, was denn da so bei rauskommt. Aha. Ich sehe dir in die Augen, Kleines. Schau mir in die Augen, Kleines. Das weiß ich. Ah ja? Das ist Casablanca. Ah ja, und wer? Der Typ, der Mann. Sag mal Humphrey Bogart, nicht? Humphrey Bogart, das war Humphrey Bogart von Casablanca. Gut, der Nächste bitte. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Keine Ahnung, vielleicht ein kleiner Tipp? Der Filmname, den haben wir gerade genannt. Casablanca? Ja. Ach so, das ist noch immer noch Casablanca. Ja, oh mein aber Gott. Wer anders? Ach so. Die Frau? Rick. Aber ich Rick. Muss zu meiner Schande gestehen, mir sagt das auch nicht viel. Ja, auch nicht. Gut, da haben wir was gemeinsam. Vielleicht gehen wir mal weiter zum nächsten. Okay. Ich glaube, ich kann da durchsehen. Ist nicht schlecht, finde ich. Ich traf einen blassen, emotionslosen Jungen, ohne Ansatz eines Gefühls für Leben und Tod, für Gut und Böse. Ein sechsjähriges Kind, ohne Gewissen, und den schwärzesten Augen, hinter denen sich das absolut Böse verbarg. Friedhof der Kuscheltiere? Nee, ist es nicht. Irgendein Horrorspiel, irgendwas Bösartiges, oder? Es ist ein Fest, das es in Amerika gibt. Bei uns nicht. Jetzt hast du es ja auch bei uns durchgesehen. Thanksgiving. No. Independence Day. Halloween. Ja gut, ihr könnt trotzdem applaudieren, Freunde. Ist immer. Ich meine, es ist jetzt die Frage, ob das jetzt mir oder Ihnen zugute kommt. Ja, ich bewerte ja. Ach so, na gut. Aber die Tipps sind super. Dafür gibt es eine gute Bewertung. Okay, einen machen wir noch. Ich erinnere mich noch lebhaft. Ich stand auf dem Klo und wollte eine Uhr aufhängen. Der Beckenrand war nass. Da rutschte ich aus und schlug hart mit dem Kopf auf. Als ich wieder zu mir kam, hatte ich eine Offenbarung. Ich hatte ein Bild in meinem Kopf. Dieser Kasten macht Zeitreisen überhaupt erst möglich. Der Fluxkompensator. Ich weiß es. Ah ja. Zurück in die Zukunft. Gut. Applaus. Ja, und wer? Das war der Professor. Ja, gut. Selbstverständlich. Sie dürfen wieder Platz nehmen. Nicht noch einen? Nein. Wenn Sie möchten, dann machen Sie noch einen. Oh, gut. Die Zeit haben wir, die Zeit nehmen wir uns. Aber nicht das, ja gut, trifft jetzt nicht zu, meine ich. Okay. Man weiß, dass man jemand ganz Besonderen gefunden hat, wenn man einfach für einen Augenblick die Fresse halten und miteinander schweigen kann. Pipe Fiction. Ach so, ich dachte, wir schweigen jetzt Ach so, zusammen. Ja, auch das können wir machen. Ja. Einfach mal schön die Fresse halten und schweigen. Tja. Ich sag danke und ich werde das jetzt aber auch bewerten. Und ich weiß nicht, ich kann Ihnen eigentlich nichts Schlechtes geben und ich kann auch nichts Schlechtes darüber sagen. Das wird eine gute Bewertung. Norbert Castell, Homer Simpson seit 22 Jahren hier heute im Bewerbungsgespräch. Und bevor wir weitermachen, wollen wir uns noch ein bisschen was Lustiges anschauen. Wir haben ja vorher schon zwei Kollegen von Ihnen gesehen. Und haben Sie denn überhaupt mal von dem Kaffee getrunken? Ja, er ist fürchterlich. Ich denke mir's. Haben Sie auch schon mal probiert? Ja. Dann sagen wir Cheers. Cheers. Und die Kollegen von vorher, das sind ja auch Synchronsprecher. Und vielleicht wird der ein oder andere erraten, wen die beiden denn so synchronisieren. Sie haben auf jeden Fall noch mal was für uns eingesprochen. Über den Herrn Castell. Bis gleich. Wie gut ist dein Kaffee? Der vom Herrn Castell? Ja. Der ist nix. Nee. Bis gleich. Zum Einschlafen, nicht? Ich kenne Homer jetzt schon seit meiner Kindheit und kann eigentlich viel Gutes über ihn berichten. Naja, also die Anzahl der Kernschmelzen im Kraftwerk ist seit Homers Zeit rapide gestiegen. Ja, und die Donuts isst uns auch immer weg. Dafür hat er Mo mit Schnaps und Bier beliefert, als in Springfield die Prohibition wieder eingeführt wurde. Stimmt. Also, wenn Sie einen unzuverlässigen, aber herzensguten Querulanten suchen, nehmen Sie Homer. Also die meisten werden es wahrscheinlich erkannt haben, Lenny und Karl sprechen über Homer Simpson. Ja, Homer ja. Simpson bei mir heute in der Sendung nicht in Gelb, dafür in gestreift. Wieso schauen die Herrschaften alle so aus, wie man sie sich nicht vorstellt? Also ist es oft so bei Synchronsprechern, dass
dass sie einfach gar nichts, dass man sich was ganz anderes vorstellt? Also dass man so, also ich meine... Nun ist sowieso schwierig, muss ich dazu sagen, sich hinter Stimmen jemand vorzustellen überhaupt. Es gibt ja oft, muss ich dazu sagen, lacht sich tot, in amerikanischen Filmen ja auch oft solche lustig, blutig. Und dann kommt eine richtige Eunuchenstimme raus, wo du sagst, das passt doch überhaupt nicht drauf. Eigentlich. Das stimmt. Das ist, aber ich finde auch, eine schlechte Synchronisation kann einen ganzen Film kaputt machen. Das ist richtig, ja. Zum Glück läuft es ja bei den Simpsons wirklich gut, jetzt schon seit 22 Jahren. Was ist denn, wenn Sie keine Lust mehr haben? Wenn Sie sagen, nö, jetzt den Homer, den will ich nicht machen. Nee, er macht mir nach wie vor Spaß, muss ich sagen. Okay. Ja. Und gibt es dann, ich meine... Wenn Sie jetzt nicht mehr, jedenfalls, wir gehen davon aus, Sie haben jetzt keine Lust mehr, okay? Und das ist doch ein totaler Schock für die Leute draußen, wenn auf einmal die Stimme sich verändert. Also ich meine, also mich wird es wirklich stören. Es wird schwierig. Das ist genauso das wie der Anke Engelke, nicht? Weil genau, also das ist... Als sie mit dieser March-Sache. Als die Ding gestorben war. Und dann ging es, also die Zuschauer waren ja erstmal, die waren 400 Folgen lang eine Stimme gewöhnt. Und nun kommt da plötzlich eine andere Stimme drauf. Das ist ja Wahnsinn, nicht? Und bei uns sind drei Opas hintereinander weggestorben, muss ich sagen, wo sofort Anrufe an den Sender kommen. Wieso ist da eine andere Stimme drauf? Warum? Weshalb? Und der Regisseur sagte dann zu mir, sag mal, nachdem der dritte gestorben war, sag mal, kannst du nicht deine Stimme verstellen, so dass du auch noch den Opa sprichst? Da habe ich ihn bloß angesehen und habe gesagt, ich nicht, ich wollte noch ein bisschen hierbleiben. Aber der Opa immer wegstirbt? Natürlich. Homer, Omen ist Omen. Hoffentlich nicht. Vielleicht noch mal... Für die Leute draußen, Bewerbungsgespräch hier mit Norbert Castell. Wir haben ja schon ganz viel bewertet heute. Aha. Und ich möchte jetzt noch mal ganz kurz was notieren dort oben auf meiner Tafel und gleich noch eine Frage stellen. Ich meine, Sie sind ja ausgebildeter Schauspieler. Mhm. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, also das schreibe ich jetzt erstmal hin, Schauspielschule beendet, wo Sie sagen, hey, du willst Schauspieler werden, Junge, mach das und das. Gibt es da irgendwie so irgendeinen Tipp auf dem Weg für die jungen Schauspieler da draußen, die vielleicht sagen, oh, ich will mal... Das Wichtigste ist die Ausbildung erstmal. Und dann muss ich dazu sagen, was heutzutage ja fast nicht mehr üblich ist. Die meisten gehen heute zum Fernsehen oder sonst irgendwas. Und es ist schon sehr wichtig, das Theater ist die Basis. Okay. Also da muss man eigentlich schon richtig so, das ist, man merkt es ja bei vielen dann, wenn sie an schwere Aufgaben kommen, dass die Basis nicht da ist. Ich hoffe, bei uns passt die Basis. Und es stimmt auch die Chemie, glaube ich. Bevor wir zum Ende kommen, ja, ich habe wahnsinnig viel bewertet, jetzt brauche ich aber noch eine Unterschrift hier drauf. Oh Gott, jetzt dürfen also Sie brauchen es nicht lesen, nicht? Man kann ein Rezept drauf kriegen. Geben Sie mir eine Unterschrift und dann werde ich mir das nochmal überlegen, ob ich dann anhand der Unterschrift das dann abhängig mache, ob ich sie nehme oder nicht. Aha. Aber ich glaube, Sie haben ganz gute Chancen, also für den Kaffee eher nicht. Nee. Das verziehen wir mal alle. Wie sagt Thomas? Aber, nein? Aber oder wie sagt er? Er hilft für den Durst, muss ich dazu sagen. Wir haben aber auch Wasser. Also nervös wird mir nicht dabei. Norbert Castell, Homer Simpson, hat sich hier unserem Bewerbungsbootcamp gestellt und erfolgreich, würde ich sagen, bestanden. Eine kleine Unterschrift noch. Wohin wolltest du denn haben? Hierhin. Über Unterschrift einfach. Ja, wenn ich lesen könnte, würde ich nicht so viel sprechen. Ach, ja. Ich glaube, das ist auch ein guter Einstieg, Ausstieg. Ne? Ich bin jetzt auch durch eigentlich. Jetzt schauen wir uns das ist ja wirklich unleserlich. Menno. Ja, so, wir verabschieden uns. Wir kriegen ein Rezept drauf. Wir verabschieden uns. Norbert Castell, aka Homer Simpson, 22 Jahre dabei. Wie gut ist dein Kaffee? Noch nicht so lange im Fernsehen. Aber vielleicht wären es ja noch 22 Jahre. Wir hoffen das zumindest. Schaltet nächste Woche wieder ein. Am Montag, 23 Uhr. Wie gut ist dein Kaffee? Noch was zu sagen, Homer? Nö, eigentlich nicht. Dann sind wir durch für heute. Macht es gut. Wenn das Reden überlasse ich lieber Ihnen. Das ist ja wir könnten auch noch was synchronisieren zusammen. Oder also, wir sagen nein. Ja, Susanne, auf Wiedersehen. Viel Spaß noch. Ja? Ich muss dein Kaffee raus, Leute. Danke vielmals. Tschüss.